Hey, 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 Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Fieber auf meinem Blog. Ich melde mich zurück heute aus einem ganz besonderen Ort hier von unserer Highschool, und zwar ist das das TV-Studio. Denn wir haben hier an der Shelbyville High School ein eigenes Schulfernsehen und in dem blühe ich so richtig auf, weil das ist das, was ich später mal machen will und das macht richtig viel Spaß. Und das Studio hier ist richtig genial und richtig professionell eigentlich und ich zeige euch heute mal, was hier alles so im Studio abgeht. Okay, also basically, was ihr hier hinter mir gerade gesehen habt, wo ich gerade gesessen habe hier, das ist unser Anchor-Desk, also da, wo jeden Morgen, wenn die Announcements dran sind, zwei Anchors sitzen, zwei Moderatoren, die sich mit Sport und allgemeinen Schul-Announcements eben abwechseln. Announcements, deutsche Wort dafür war Ankündigungen. Deutsch ist immer, wird immer weniger bei mir. Ja, von deutschen Schulen kennen wir es wahrscheinlich als Durchsagen, die vor der Pause kommen. In Amerika gibt es hier natürlich ein bisschen eine geilere Lösung als einfache Durchsagen. Hier gibt es Schul-TV-Studios, damit die Schüler schon mal lernen, was so in der TV-Welt abgeht und sind dann auch schon ein bisschen besser vorbereitet. Wie ich will zum Beispiel was mit Film und Fernsehen machen. Und ohne Schulfernsehen hier wäre ich niemals da so drauf gekommen, hätte das niemals so gelernt. Was ihr hier seht, das sind unsere beiden Kameras. Sind jetzt noch keine super modernen, ferngesteuerten, selbstfahrenden Kameras, aber sind schon ziemlich gut. Hier ist der Teleprompter. Wir haben noch nicht so fancy wie bei der Tagesschau Glasscheiben vor den Kameras. Wir haben hier noch altertümlich Bildschirme drüber, wo dann früh die Morning Announcements drüber ablaufen und einer von uns Anchors das dann vorliest. Hinter der Kamera haben wir bei uns meistens einen stehen, auch wenn wir zwei Kameras haben. Braucht eigentlich nicht viel, weil wir setzen immer hier diese eine Kamera auf den Anchor, der hier sitzt, und wir setzen dann diese Kamera auf den Anchor, der da drüben sitzt. Meistens machen wir dann, wir haben auch immer ziemlich viele Trivia-Fragen, wo wir dann so ein kleines Quiz machen, wo Leute dann, also Lehrer und Klassen aus der Schule anrufen können und bei uns mitmachen können. Und da haben wir dann einen Whiteshot, wenn wir diese Trivia-Fragen immer auflösen, also sprich, wir gehen dann auf beide. Das ist so der Job, den der Kameramann hier bei uns hat. Das hier ist so die Fancy-Region von unserem Studio. Das ist so das, wo früh die Announcements abgehen, wo hier oben die ganzen Scheinwerfer und alles hängen. Ich kann euch die mal zeigen. Die sind ziemlich hell und ich glaube, die haben mich brauner gemacht, als ich eh schon war. Ja, hier drüben ist dann die etwas schlimm ausgeleuchtete Area vom Studio. Wir haben hier nämlich keine Scheinwerfer, denn eine Schule hat natürlich nicht unendlich viel Geld. Aber hier vor diesem Greenscreen setzen wir normalerweise Gäste und drehen dann einfach die Kamera rum und filmen dann den Gast. Wir haben hier meistens die Direktorin sitzen oder den Sportsdirektor oder irgendwen, der früh Ankündigungen macht, die Schüler des Monats kürt oder sonst was macht. Also wenn wir hier drüben Licht brauchen, nehmen wir hier meistens die Scheinwerfer und den Scheinwerfer und dann haben wir das eigentlich ziemlich gut ausgeleuchtet. Ziemlich cool, oder? Schaut mal, da oben bin ich. Alright, Freunde. Jetzt gehen wir in den DJ-Raum, wo das Ganze zusammengeschnitten wird und wo aus dem Ganzen eine Sendung gemacht wird. Okay, zum Setup von GBTV, so heißt unsere Morning Show, die ist immer 10 Minuten lang, heißt GBTV, das meint Golden Bears Television. Also Golden Bears sind das Schulmaskottchen von unserer Schule. Und hier seht ihr unseren Stundenplan. Wir haben die First Period von 7.35 bis 8.26. Und nach der ersten Stunde ist dann GBTV von 8.26 bis 8.36. Und nur zu eurer Infoschule aus haben wir um 2.45 Uhr. Und danach geht für mich dann immer nochmal 3 Stunden Schwimmtraining an. Also ich basically wohne ich in der Schule. Mittwochs haben wir in vielen deutschen Schulen auch einen Early Release Day, der geht um 7.35 Uhr an, GBTV ist dann 8.20 Uhr und wir kommen raus um 2 Uhr, 2 PM. So, aber jetzt gucken wir uns mal diesen coolen Studioraum ein bisschen besser an. Computer Nummer 1, den wir hier haben, das ist unser Teleprompter. Ich habe hier einfach mal Insert Text geschrieben. Hier geben wir früh alle Announcements ein, also wir machen das nicht per Hand. Meistens kommen die Announcements aus dem Front Office, das ist sowas wie die Verwaltung, die alle zusammenschreiben und schicken und wir copy and pasten die dann hier in den Teleprompter rein. Das ist ein Job, den man hier hat. Also nochmal zum Setup was. Wir sind hier meistens für eine On-Air-Show, wir sind zwei Anchors, die da draußen sitzen, ein Kameramann, einer hier am Teleprompter,
einer macht hier das, wozu ich gleich komme. Einer ist Sound Director und einer ist Chief Officer Boss Modus Director. Yay! Stuhl Nummer 2 hier. Das hier ist unser Messaging-System. Was einen super wichtigen Namen hat, ist einfach eine PowerPoint-Präsentation, die abläuft. Denn wir haben in der ganzen Schule, in wirklich jedem Gang, überall haben wir Monitore hängen, wo dann früh unsere Morningshow läuft. In den Klassenzimmern machen die Lehrer dann immer online, gehen zu unserem Streaming-Server und locken sich da ein und schauen dann über Beamer mit allen Schülern die Show am Morgen. Aber dann den ganzen Tag über, wenn wir off-air sind, läuft diese PowerPoint-Präsentation mit allen Ankündigungen, die wir früh in der Morningshow gemacht haben, damit einfach Schüler das nochmal mit nachlesen können. Und das läuft eben hier drüber und das ist auch ein Job von jemandem, der hier früh reinkommt und dann jeden früh eine PowerPoint-Präsentation macht. Ist ziemlich cool eigentlich, kann man immer schön kreativ sein und coole Animationen machen. Der nächste Job, das ist hier das Soundboard, das Mischpult. Der Sound Director hat meistens hier das Headset auf und kommuniziert draußen mit dem Kameramann und sagt dann so Sachen wie 3, 2, 1 and go oder Standby on set oder Trivia-Antwort ist, also der kommuniziert mit dem Kameramann kommuniziert mit den Anchor-Leuten, mit den Moderatoren. Und was man hier basically machen muss, ist einfach vom Anchor-Desk, ihr habt die zwei Mics gesehen, jeden früh hochfahren, einpegeln und dann haben wir hier noch diverse andere Audioquellen. Wir könnten zum Beispiel über unseren TV-Sender Videos abspielen, wir können DVDs abspielen, das kann man hier einmischen. Machen wir nie, weil wir nur eine Show produzieren. Aber ansonsten ist das hier ziemlich cool eigentlich. Ja, ich saß hier gerade und es ist jetzt hier 10.06 Uhr bei uns. Wir waren vor knapp einer Stunde auf Sendung. Ich habe diese Stunde, also diese Klasse hier, habe ich 3 Stunden lang. Normal hat man die nur 2 Stunden lang, aber weil ich Austauschschüler bin und noch eine Klasse gebraucht habe, bin ich einfach Teacher's Assistant für Mrs. Fox. Die unterrichtet hier die Klasse und deshalb bin ich hier drin 3 Stunden. Und deshalb ist es mein Job, immer nach unserer Morningshow dann alles schon mal ein bisschen für den nächsten Tag vorzubereiten. Und das mache ich hier mit unserem TriCaster. Das ist das Baby. Das ist basically ein Computer, wo hier unsere ganzen Kameras angesteckt sind, die Mikrofone und die Audioquellen und sonst was. Und wie dieser TriCaster dann ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Ich liebe das, in diesem Stuhl zu sitzen, da hat man Kontrolle über alles. Ja, aus was der TriCaster besteht, ist zum einen hier dieses Mischpult, wo man verschiedene Kameras, verschiedene Effekte und alles zusammenschneiden kann. Die Maus ist der Lebensretter jeden Morgen, weil dieses Board hier oft nicht funktioniert und wir deshalb in der Software selbst noch mit reinschrauben müssen. Was ich euch noch kurz zeigen kann, ist das Intro, das ich für GBTV gemacht habe. Das kommt jeden Früh, bevor wir auf Sendung gehen. Alright, so schaut das dann jeden Morgen aus. Damit gehen wir auf Sendung und danach cutten wir dann direkt rüber zum Live-Out, wo wir dann die Kameras und alles drauf haben. Und hier früh ist jeden Morgen richtig Party. Das ist die absolut geilste Klasse an der ganzen Highschool. Ich mach das mal kurz aus. There we go. Und es kommen hier immer nur, wir sind pro Team, also wir überlegen 3, 6 Leute. Also wir haben 2 Teams, die sich wöchentlich abwechseln. Und wir sind immer 6 Leute, wo jeder hier seine Position hat und wir wechseln jede Woche durch, damit jede Woche jeder eine andere Position hat und gehen dann auf Sendung. Und hier kommen wirklich immer nur 12 Leute pro Schuljahr rein und ich als Austauschschüler habe es ausgerechnet geschafft und das war ziemlich krass. Und macht Spaß, ich werde es vermissen. Das wird eines der größten Dinge sein, die ich an Amerika vermissen werde. Eins habe ich noch für euch, wir gehen mal hier rein. Wir haben nämlich neben dem TV-Studio auch noch eine Radioshow, also ein Radiostudio. Das ist on air, könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt, euch anhören. Wir sind jeden Morgen um 9 Uhr on air, also wir machen immer eine Radioshow, zu mehr schaffen wir nicht, weil wir haben ja auch noch Schule und so während den verschiedenen Sachen. Und ich mach mal kurz das Licht an.
Hier sind wir jetzt im Radiostudio. Das ist hier also direkt neben dem TV-Studio. Dahin geht's da. Und wir, es ist hier auch nur ein sehr basices Setup, aber es reicht, um schon mal ein bisschen was zu lernen. Also hier sitzt normalerweise dann, wenn wir on air sind, unser Sound Operator, der sich da ums Board und alles kümmert. Und hier sind, haben wir drei Mics, wo wir dann jeden Morgen so eine Talkshow einfach machen, über was in der Schule abgeht. Wir lesen die Announcements nochmal vor, die wir zuvor dann erst auf unserem TV-Kanal erzählt haben. Und wir machen dann einfach, wir haben Witze, wir reden über aktuelle World News, wir machen diese ganzen Sachen. Und das macht eigentlich echt Spaß. Und nochmal, man lernt hier so viel schon mal dann später für den Beruf und das ist einfach nur genial und wirklich eine Erfüllung. Und hier ist halt unser Aufnahmestudio, wo wir uns basically halt mit unseren Macs dann reinsetzen, weil hier bekommt auch jeder, der in dieser Klasse ist, hat ein eigenes MacBook zur Verfügung, wo er mit arbeiten kann. Und dann können wir hier eben auch die Soundboards nutzen und unsere Sachen aufnehmen, mastern, rendern, was auch immer. Macht echt Spaß! So, meine lieben Friends, das war's für diese Woche heute. Wir gehen jetzt hier gleich noch mit der Growl, so heißt unsere Online-Radio-Station, on air. Ich sehe euch bald wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was denkt ihr über diese Art von Unterricht in Amerika? Lasst einen Kommentar unten da oder schreibt mir auf Facebook. Oder basically macht, was ihr wollt. Auf jeden Fall bleibt cool drauf und im Juni bin ich zurück. Ich bin Yannick für in Franken, für euch aus Amerika. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!